Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Ja, da kann man gerne mal klatschen. Wie geht es euch, liebe Leute? Ich bin wieder da. Ich habe extra war heute beim Friseur, habe mich frisch gemacht, habe mir farblich ein passendes T-Shirt angezogen. Und heute haben wir eine Reaction mal wieder auf ein Video und auf ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, denn Off the Grid ist ein neuer Battle Royale, der rausgekommen ist. Ich habe auf meinem Hauptkanal auch schon ein Video dazu hochgeladen. Falls ihr es nicht gesehen haben solltet, könnt ihr es gerne noch abchecken. Hier, ich zeige es euch einmal, dieser King Phil Zaps, da gab's auch, hat auch echt viele Aufrufe bekommen, hat mich sehr gefreut. Neues Battle Royale stellt Warzone in den Schatten. Off the Grid Gameplay. Ja, okay. Okay, ich checke. Natürlich, der Titel ist ein bisschen, ne, katz, so ein bisschen frech. Aber das funktioniert halt immer. Und ich habe aber kein Geld dafür bekommen für das Video. Ich habe es einfach nur selber gefeiert und fand das Spiel echt nice. Die Leute waren aber raketensauer in den Kommentaren. Alle, das finde ich witzig, ganz kurzer Real Talk, bevor wir hier reingehen, tut mir wirklich leid. Aber alle fucken sich immer über Warzone ab. Die Community, Warzone ist tot, Warzone ist scheiße, ist kacke, nichts Neues, bla bla bla. Und dann kommt so ein YouTube-Video online. Auf einmal alle per Du bei Warzone. Auf einmal alle per Du auf Warzone. Ihr könnt euch sehr gerne mal die Videos, die Kommentare hier durchlesen, wie raketensauer die Leute sind. Wie viele vermeintliche Call of Duty Killer es schon gab und alles war schlechter als Call of Duty selbst. Erinnert mich viel zu stark an Apex. Glaub auch kaum, dass Warzone in den Schatten gestellt wird. Auf einmal alle Best Friends mit Warzone. Finde ich nur witzig. Obvious wird das Warzone nicht ablösen, aber ich fand's richtig geil. Und John hat ein Video hochgeladen, zusammen mit Haptic. Alle machen Werbung. Wie gut ist der neue Shooter wirklich? Und ja, vielleicht quatschen wir mal über das ein oder andere Thema dabei. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Meine Beine! Lasst eine positive Wertung und ein kostenloses Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Deine Beinchen, nimm dir die Hand! John? Digga! Hey, John! Warte kurz, ich muss kurz Aufnahme anmachen, bevor wir reden. Ach, der Digga, ich hab natürlich schon an, ich bin doch nicht doof, Junge. Schwör, du hast an? Ich will die Szene sehen. Was macht der da? Ja, das wirst du sehen, Digga. Ja, ich hab aber auch schon an. Wir reden auch immer nur, wenn Aufnahme an ist. Ja. Geschäftsfreundschaft auch. Ich frag mich die ganze Zeit, ob er ein Call of Duty T-Shirt anhat, hat er aber nicht, ne? Mit seiner gelben Apple Watch. Aber passt zur Cap. Ich frag dich nach all der Zeit auch nicht, wie es dir geht. Ich starte einfach das Game. Lass einfach spielen. Lass einfach spielen, Bro. Cut the Bullshit. Lass es schnell hinter uns bringen. Das darfst du nicht reinschneiden, aber ich muss... Nein. Nein, das wird so reingeschnitten. Und jetzt auch noch... Spaß. Spaß. Was wurde da besprochen? Ey, was wurde da besprochen? Ja, echt. Aber es gibt sogar Loadout und alles, ne? Boah, mhm. Die. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Also ich muss vorwegnehmen, ganz kurz, während die das Spiel hier kennenlernen, bevor so dann Gameplay kommt. Ich finde das Spiel sehr geil. Ich glaube, da gibt es sogar Möglichkeiten aus irgendwelchen Sachen, die du aus dem Spiel rausholst, also wie bei DMZ rausholst quasi, dass du die Dinger als NFTs irgendwie machen kannst oder so. Also ganz verrückte Sachen. Das Spiel geht richtig deep und du hast Loadouts, die du benutzen kannst, die du dann auch im Spiel benutzen kannst. Aber wenn du stirbst, verlierst du das Loadout, kannst es nicht nochmal spielen, kannst aber mit Bodenloot spielen und so. Ich find's krass. Ich find's wirklich sehr, sehr, sehr krass. Ich bin gespannt, wie die es finden. Ich habe so ein paar Kommentare schon gelesen, wo die Leute schreiben, Haptic kann man sich nicht mehr geben. Jedes andere Game hatet er so unnötig. Tot. Die Games sind aber gratis. Ich glaube, sie finden's scheiße. Ah, natürlich. Safe. 1:1. Spaß. Ja. Drück doch ready, Junge. Ach so. Ich habe irgendwie das ungünstige Gefühl, dass der Controller-Support richtig schlecht ist. Ja, den finde ich auch nicht so geil. Lieber Maus und Keyboard. Hör doch auf. Bro, wie kannst du denn jetzt was... Okay, let's go. Was ist jetzt los? Sieht irgendwie krass aus. Zweiter Ladescreen. Wir sind ja heute die Game-Kritiker. Wir sind hier nur zum Stellen online gekommen. Ich werde heute nur Negatives sagen. Okay, perfekt. Yeah, nur. Ich freue mich auf das Video. Dann, das wird richtig subjektiv. Objektiv, scheiße. Oh mein Gott, es leckt so krass. Ja, das ist das größte Problem. Das ist das allergrößte Problem an dem Game, die Performance. Die ist ass. Die ist straight up ass. Und da verstehe ich schon, dass man sehr voreingenommen ist, dieses Spiel zu bewerten. Skaliertes Mobile-Game. Das Apex für Arme. Es sieht wirklich komisch aus, aber warum leckt es gerade? Oh, hier ist einer. Ja. Ja, okay, Controller Support ist wirklich ass. Komm, ich hab's gesagt. Man muss aber auch sagen, wenn man Call of Duty spielt, ist gefühlt jedes andere Game
ass, was Controller Support angeht. Also, weil der Aim Assist halt, ich glaube, das hat ein bisschen was mit zu tun. Ich weiß, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht, aber ich glaube auch durch den starken Aim Assist fühlt sich jedes andere Game, was weniger Aim Assist hat, immer scheiße an. Bro, ich hab's. Aber ich find's auch nicht so gut. Also, ich spiele lieber mit Maus und Keyboard. Sag. Ist wirklich ass. Wollen wir mit Maus und Tastatur lieber spielen? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, safe. Ja, wirklich, oder? Safe, safe, safe. Das Killgefühl fand ich jetzt auch nicht so geil. Killgold, easy. Mann, ich kann nichts mehr machen, ich kann nichts mehr wählen. Wie heile ich mich? Heile ich mich irgendwo? Mein Controller ist disconnected. C. Ah, guck mal, man hat halt irgendwie Special-Fähigkeit, man kann springen. Ja. Es geht los. Alright, John. Lex bei dir auch? Ja, ja, oder? Ja, okay, aha. Ja, gut. Ich hab mit meinem PC auch nur 100 FPS in dem Game. Das kostet 10.000 Euro, Bro. Das kannst du wirklich nicht sagen. Alles laggt und es sieht aus wie das größte Mobile Game hochskaliert. Ich sag dir. Finde ich gar nicht irgendwie, muss ich sagen. Ich finde, es sieht gar nicht so schlecht aus. Ehrlich. Okay, oh mein Gott, wir haben genau gleich geredet. Aber es laggt extrem bei ihm, ja. Lass sie raus. Ich hab blau markiert. Ja. Ich hab einfach markiert, Digga. Bist du stolz? Hä? Wie? Du musst gedrückt halten und dann mit dem Linkerstick. Wie kann man es leiden? Kann man es leiden? Man muss sich halt sehr reinfuchsen. Ja. Es gibt auch, glaube ich, nicht so wirklich ein Tutorial leider. Ne? Das ist ein bisschen immer wieder das Problem. Das hatte ich auch. Man muss sich da erst reinfixen. Boah, es gibt Kisten. Die erste Runde hat Floyd auch nicht so gut gefallen. Okay. Boah, das ist so kompliziert. Ne? Ich glaube, ich muss wirklich auf Deutsch stellen. Ich glaube, ich spule gleich ein bisschen vor. Er hat zum Beispiel die Beine auch nicht aufgenommen. Also ich glaube, die Runden werden besser. Arme holen und sowas. Was Beine, ist alles. Richtig weird. Es gibt sogar Platten. Bro. Hä? Bro, es gibt Platten einfach. Drei Platten. Siehst du das unten links? Ja, ja. Das sind die Platten. So, ich glaube, das hier ist ein Early Game. Das schauen wir uns mal an. Lass mal in den Pool gehen hier unten. Okay, komm. Lass mal gespannt. Den großen fetten Körper machen, den großen. Ich find's auch geil, also die Research ist auch einfach eine geile Idee. Er bricht dir jetzt die Beine, wenn er dich nochmal Dings drückt, ne? Ich find's auch geil, dass du da, dass die Research am Anfang reingepackt haben, weil so respawnst du halt immer wieder, solange dein Team noch alive ist und du kannst dich besser an das Game gewöhnen, weil Battle Royale kommt halt erst noch raus. Aber schreibt jetzt wirklich, stand jetzt gerade mal eure Meinung zu dem Game in die Kommentare. Okay. Weil wir sind lachen, wirklich echt. Einen großen Körper machen. Oh, scheiße. Was passt das? Bro, was macht der? Was macht der? Das sagt komisch aus. Ich schwör, man kann ihn nicht steuern. Nichts gesagt. Es ist einfach so wenig Wasser drin, wir hätten so genick geboren werden mit dem Körper rein. Irgendwie habe ich das Bedürfnis, so die ganze Zeit eine Rolle zu machen. Hier oben ist einer. Early Games sind richtig intens, wenn man Hot Drops. Das war richtig Bock. Konzentrier dich, die letzte Runde. Ja, hä? Du hast mich doch angeschaut. Danach mache ich drei Kreuze, dass es zu Ende ist. Jetzt kommt wieder dieses Flieger. Johnny, frag mich doch mal nächstes Mal. Hätte ich alles erklärt? Nein. Ah, die schießen auch schon drauf, keine Hand drauf. Lass hingehen. Die schießen. Oh, hier vor einem. Spawns. Ja. Schön, gute Shots. Hier, du klaust den Kill. Gute Shots. Ich war so dabei, den zu klauen, Bro. Der ist geslidet, aber. Und er hatte jetzt auch schon unten links die Schuhe, ne? Die sind richtig OP. Da müssen sie auch noch dran arbeiten. Vielleicht im Sprinten? Warte mal. Ja, im Sprinten. Im Sprinten auf Steuerung-Taste. Sieht komplett buggy aus. Ja, es ist, also bei denen läuft es halt wirklich Arschritzen-Scheiße, ne? Ich habe extra meine FPS einblenden lassen, aber das ist ja wirklich Katastrophe. Lass los, so. Großer. Okay. Ja. Bro, ich glaube wirklich so, mal so in der U-Bahn, so auf dem Handy würde ich, glaube ich, schon mal so 5 Minuten spielen. Oh mein Gott, ist das ein Disrespect an dieses Spiel. Es wird nur getrashed, euch einfach. Nicht mal, dass du es nur am Handy spielen würdest. Aber es ist wirklich krass, ne? Die haben sich auch so Monze, Elotrix und Solution einfach fürs Placement gezogen. Das ist so ein Disrespect. F an mich. F an Dinkel. Nein. Warte. Wenn ich das sehe, krieg ich richtig Bock, das zu zocken. Kein Scheiß, ich will das morgen wieder spielen. Getroffen. Bitte sag mir, du hast getroffen. Nichts getroffen. Er ist gedodged. Ich war mit der Angst vor uns? Irgendwas hat er geused. Er ist vor uns. Ich sehe ihn nicht wegen Pflanze. Er ist Shieldbreak. Ja, ich bin hinter ihm, warte. Outplay ihn. Bisschen geil gerade, ich sag dir ehrlich. Schöne. Ah, da, vor mir. Ich komme von hinten. Oh, Shield, wieder Shield. Vor die. 2 gegen 1 noch ungewöhnlich. Nein, Bro, du verarschst mich. Ja, aber da, hol ihn. Hab ihn. Gott sei Dank. Kann ich dich hochholen oder hat er dich gefinisht? Teammate ist auch da und er hat mich gefinisht. Warum hat er seine Facecam über das Leben gemacht? Ich glaube, Facecam musst du dahin, wo ich jetzt gerade bin, quasi.
Es gibt auch Safe Revive in dem Game, ne? Gesehen, muss ich sagen, ist wirklich, wirklich gut. Du kannst dich selbst auf die Palme bringen. Okay. Die sind so gelangweilt, das ist crazy. Das grad schon, muss ich sagen. Gibt's eigentlich schon so Kill-Rekord und so Safe, oder? Das ist richtig, Bro, lüg dich doch nicht an. Das muss halt richtige Battle Royale-Modus rauskommen, Bro. Nicht so diese World Record Kills off the grid 43! Ach, du bist es. Verpass dich, Bro. Lüg dich nicht an. Ist doch so. Deine Fresse, Jam. Lass die auch sehen. Last Christmas, you gave it away. This year, to save me from tears. Komplett gelangweilt, die Jungs. Feiert gar nicht das Spiel. Special, special. Bow, bow, bow. Krass. Siehst du das? Ja, ist schon krass. Und wenn man hinter ihm herläuft, dann ist man auch so schnell. Das ist richtig geil. Diese Blitze, die hinter einem hergehen. Das heißt, du kannst dein ganzes Trio oder Squad halt, kannst du mit dieser Spezialfähigkeit hinter dir herlaufen lassen. Ja. Das ist irgendwie geil, ja. Irgendwie, ich sag, das ist das Spiel des Jahres. Wie lange hast du das? Spiel des Jahres. Warte mal, kann man hier hoch wie auf den? Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man sich halt ja, gar nicht mit dem Game auseinandersetzt. Ne? Beziehungsweise wenn die Performance so scheiße ist. Weil ich sag euch ehrlich so, die Idee hinter dem Game ist schon wirklich innovativ. Also du hast aus allen Games oder aus vielen Games dir so verschiedene Sachen rausgezogen. Du hast halt die Perks, du hast Loadouts. Das mit den Beinen finde ich halt auch geile Ideen, mit den Armen und mit den Beinen. Die Story dahinter finde ich auch sehr interessant, ne? Also es ist halt wirklich aufgebaut auf so unsere Welt, Real Life, ne? Neues Geheim-Militärprojekt der USA, dass man sich die Arme abnehmen lassen kann und dafür so Roboterarme bekommt. Das ist halt auf echt gemacht quasi. Verschiedene, die ganzen Perks, ne? Er hat jetzt unten links zum Beispiel hier... ich weiß gar nicht genau, welche Fähigkeit das ist. Du hast die Beine. Die Beine kannst du aber auch in unterschiedlichen Farben haben. In Grau, in Grün, in Lila und so. Je besser die Farbe obvious ist, desto besser natürlich die Ausdauer und so. Und das gleiche mit den Waffen auch. Dann kannst du noch Loadout haben. Das Loadout kannst du dir holen. Wenn du aber mit dem Loadout stirbst, dann ist es weg. Das heißt, du kannst zum Beispiel, du hast zum Beispiel irgendwie mal eine Runde gewonnen oder extrahiert mit einer goldenen Waffe. Dann hast du im Loadout und musst dann nicht Bodenloot sammeln, sondern kannst zum Loadout gehen. Darfst dann aber halt natürlich nicht down gehen. Du hast das Platten. System. Du kannst shouldern, das heißt, gerade ist bei John die ganze Zeit aus der linken Sicht, ne, also links quasi. Du kannst aber auch eine Taste drücken, dann bist du rechts. Ich finde die Waffen ganz geil. Zu viele. Shotguns sind sehr, sehr stark. Du hast diese Special-Beine, wie er jetzt zum Beispiel. Ich brauche meine Beine, ich brauche meine Beine, ich brauche meine Beine. Ich weiß nicht, mir gefällt's, I don't know. Ist das krank? Ist das krank, was hier abgeht? Und ich finde die Grafik, ich weiß gar nicht, was die haben. Die Grafik ist... Bro, dafür müssen sie mich bezahlen, für das, was ich abliefer. Ja gut, er steht da gerade in Stein dran, checke schon. Bitte raus. Mein Gott. Was ich auch noch gerne haben würde, ist die... ist eine Anzeige, wie viel Schaden man am Gegner macht. Umkommt. Das fehlt mir manchmal. Leck mir die Füße, Alter. Und die Zone ist sehr schnell. Ich finde auch die Musik richtig krass in der Zone. Das ist so ganz bedrohlich. Nein, nein, nein. Geh doch auf deine Waffe, Großer. Das war meine zweite Waffe. Ja, Waffe ist scheiße, ne? Ey, Spiel ist scheiße. John. Nein, John, nein, John, John, John. Oh, ich hatte einfach... T-Bagging vorher. T-Bagging. Die ganzen so viele Leute. Wie findest du eigentlich das Third Person? Das ist geil, oder? Ja. Third Person ist doch geil. Alle, das war wirklich sehr, sehr witzig. Alle Spiele in Third Person ist Fortnite, habe ich jetzt auch gelernt. Endlich mal ein Spiel mit Third Person. Oh. Ich finde Third Person gar nicht so schlimm irgendwie, I don't know. Die Zone, Digga, lauf. Hä? Ah. Ja, da sind sie doch. Die schnellen Beins. Das ist so geil, Alter. Noch sieben Leute. Du hast auch noch eine Drohne und so. Du kannst fliegen. Mit Jetpack. Du kannst Leuten auch Arme und Beine abschießen. Das ist richtig crazy. Also zum Beispiel in einem Gunfight ist es auch smart, glaube ich, auf die Arme zu schießen. Weil wenn du nur einen Arm hast, kannst du deine Waffe nicht mehr bedienen. Das ist schon geil. Also es gibt schon verschiedene Threats. Das Game ist schon deeper, als man denkt. Und es ist kostenlos, ne? Nein, das ist ja geisteskrank. Doch, ehrlich. Speaking of Blowjobs, John, hast du eigentlich deinen letzten Blowjob bekommen? Puh, keine Ahnung. Frag mal deine Mom, hätte sie sagen müssen. Was hat er gesagt? Blowjob bekommen. Puh,
keine Ahnung, Digga, eine Woche oder so her. Ich hab auch nur so abgehoben gesagt. Ich hab's doch okay? Respekt. Verstehen? So ein Selfie-Vibe-Shot. Vor der Woche oder so. Ja, vor der Woche wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, auch nicht sicher, ne? Bei so vielen. Bro. Was ist eigentlich mit der passiert seitdem? Hab ich dir erzählt, dass sie ja nachts geklingelt hat, ja, ne? Nee. Seit ihr nachts bei mir geklingelt wollte, dass ich sie. Ja. Ich hab nicht okay. aufgemacht. Nein. Und hab am Telefon gesagt, dass ich sie aufhören soll, bei mir zu klingeln. Sonderfaktor, Junge. Na, seitdem hatten wir keinen Kontakt mehr. Ne? Sie ist wirklich. Nimm doch deine Beine, John, mach mich wahnsinnig. Bei allem Respekt vor mir selber, so krass bin ich nicht, Digga, dass man sich so zum Hund macht. Kann ich dich hier reholen? Kann ich dich hier. Kannst du? Lodert. Aber man kann auch wiederkaufen. Lass ihn kaufen. Ja, hier oben auf der Map, hier könnte er wiederkaufen zum Beispiel. Ich glaube an dich. Ich höre irgendwas in der Nähe. Hier irgendwo. Die Callouts sind aber ganz funny, muss man sagen. He's about to have a meltdown worse than Fukushima on steroids. Das ist schon gute Sprüche eigentlich für Games. Das ist schon krank. Deshalb haben die Male Female, jetzt macht alles Sinn, wirklich. Die sind einfach im Jahr 2012. Der Hersteller einfach kein Budget haben. Oh mein Gott! John, hol ihn. Boah, wow, er hat die Shotgun, die ist OP in der Vergeltung. Ich muss rennen. Die Shotgun ist so krass. Nimm die Beine in die Hand, die Shotgun ist so krass. Shotgun-Sniper-Meter in dem Game. Und Beine gebrochen. Doch nicht. Bro, ganz ruhig. Beine wurden so schnell aktiviert. Die Beine haben mich so gerettet. Ich find's auch irgendwie zum Zuschauer ist ganz geil. Ich glaube, ich reagiere auch mal auf so einen Kill-Rekord oder so. Schreibt mir wirklich in die Kommentare, was so euer Rekord ist und ob ihr das Game zockt. Ich check schon, ne, man braucht schon echt einen krassen PC. Ich weiß gar nicht, bei mir, wenn ich jetzt hier einmal draufgehe. Ich weiß gar nicht, wie viel mein PC jetzt gerade kostet. Okay, wichtig. Wenn euch das interessiert, könnt ihr hier einfach auf meinen Stream gehen und dann aus deinem PC in den Chat schreiben. Hier ist so eine Liste von Geizheits. Ich habe das ja von AMD gestellt bekommen. Der kostet jetzt gerade, stand jetzt 3400 Euro und ich habe 100 FPS in dem Game, ne? Also das ist halt schon, das geht halt nicht. Das ist schon krass Unding, ne? Ich für das Aim. Die Beine sind wichtig, ja. Komm, oh, Digga, fünf Leute, vier andere Leute noch. Oh. Seine Mutter ist ein Hey! Jetzt machst du dir doch auf, kleiner Hund. Was ist das für ein grüner Arm? Oh! Oh! Knockdown! Du hast ihn zum Hund gemacht! Bro, er ist so ein Idiot. Oh Gott, hast du gehört, wie er geschrien hat. Ja, er hat richtig geschrien. Meine Beine! Nimm die Beine in die Hand. Ich bin so one-shot. Guck mal, wie du runter. Du kannst runter. Links runter. Du kannst da runter. Schäl bitte deine Eier kurz. Geh runter! Spaß! Schäl mal deine Eier! Tut alles weh. Allah, tu Allah, alle. Drei Leute noch, John. Drei Leute. Danger, Dan. Ich hab noch meine Beinchen. Stimmt. Guck mal, das Jetpack ist auch leer, kann das sein? Ganz hinten an der Palme links. Er spielt die ganze Zeit die gleichen Perks. Oh Gott. Lass. Nicht schießen. Lass. Hast du geklaut? Oh mein Gott, bist du wieder, ne? Zwei andere noch. Lass sie fighten. Es lenkt halt auch ein bisschen, ne? Kein Job. Und jetzt die Beine in die Hand nehmen. Die Beine, die Beinchen, komm! Und los, und Hemd! Meine Beine! Und Hemd! Meine Beinchen, nimm sie in die Hand! Aber kann halt sein, dass sie auch die Beine haben, ne? Und nachladen. Oh. Links. Nein, John. Nein. Meine Beine. Die sind so OP, ne? Das ist wirklich krass. Digga. Fixi. Digga! Oh nein! Oh Gott, alles meine kaputt! Beine. Meine Beine. Alles kaputt. Nein. Dritter Platz. Du warst so kurz davor. Aber ja, die scheint es gar nicht zu feiern. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ich finde es wirklich, also vor allem jetzt die letzten 10 Tage bis Black Ops 6, eine sehr, sehr geile Ablenkung oder Abwechslung besser gesagt. Ich hoffe, euch hat die Reaction immer gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Pussy-Werde-Kosten-Abo da. Rüssel!